Ich hoffe, euch geht's allen gut. Mir geht's gut. Und ich habe jetzt gesagt, heute mache ich einfach mal heute mal keinen Biathlon vorneweg, sondern ich möchte einfach mal erklären, was ist denn eigentlich die Skill Challenge, die wir jetzt gleich machen und wie läuft die ab. Wir machen eine Vorrunde auf der Y-Prag A-Map und die besten 5, die über 30 Punkte treffen, die kommen auf die Blast Performance Map und knallen da ums beste Ergebnis den Parcours durch. Hier habe ich übrigens etwas, was mir noch vorschwebt für nächste Woche. Vielleicht ist das schon mal interessant, falls ihr an sowas eventuell Interesse habt. Das könnte sein, dass die nächste Woche am Start ist. Boah, das wäre so cool, wenn jetzt gleich 5 Leute dabei sind und ein richtig guter Battle entsteht. Ich habe da so Bock drauf. Markus am Start, Cyrex am Start, Godmoss am Start, Ankapo am Start, Crazytron am Start. Alle nehmen sich die USP und dann kommen in einem gewissen Sekundenabstand kommen Punkte. Diese Punkte müssen abgeklickt werden. Das ist der Blast Performance Parcours und der wird eröffnet mit einem Bananentake. Verbessert. Ja, aber das ist doch nur schlau. Ja, ist es auch, aber da war ich auch nicht ready. Und hier muss man nach Gehör schießen. So, dann werde ich jetzt im Channel Bescheid sagen und schnappe mir der Reihe nach einen nach dem anderen für die Performance. Alles klar, ich schnappe mir den Markus. Und dann bist du in der Übertragung. Ich bin heiß, ich mache mich aber lautlos, damit ich dich nicht störe und ich wünsche dir viel Erfolg. Let's go! Erster Challenger, auf geht die Post. Markus hat den ersten Versuch. Heute am 3. Februar. Hat direkt einen am Anfang verpasst. Das ist natürlich etwas, was bei einem Markus immer direkt ein bisschen den, die Aggression hochsprudeln lässt. Aber der ist gut. Der macht eigentlich sehr, sehr sicher die 40. Bin sehr, sehr, sehr gespannt. Er hat allerdings schon 6 verpasst. Bin ich wirklich gespannt, ob er die 40 knackt, so wie sonst. Ja, das sollte ganz sicher gehen. Er hat ja noch 12 Versuche. Oh. Das kann gerade so die 40 werden. 39 ist trotzdem gut. 40, sehr schön. 42, nice. Ich habe gesagt, ich schnapp mir den Cyrex als nächstes. Und du bist in der Übertragung. Ich mache meinen Sound aus, damit ich dich nicht weiter störe. Und ich wünsche dir viel Erfolg. Cyrex! Der amtierende Gewinner. Er hat die letzte Woche gewonnen. Allerdings nicht aufgrund des Punkte-Aims. Sein großer Vorteil ist, dass ich aktuell gesagt habe, wir setzen eine Grenze. Und die besten von denen, also wir haben letzte Woche ja auch nur 5 dabei gehabt. Und von diesen 5 sind alle über die 30 gekommen. Und somit war das für ihn machbar. Und Punkte schießt er super ungern ab. Ja, was ich bei ihm cool finde, ist, der ist unglaublich schnell, aber noch unglaublich nervös. Ich würde bei ihm halt einfach noch sagen, da sind noch so ein paar technische Ungereimtheiten. Also einfach so von den Händen. Er hat gerade so die 30 geholt, also alles cool. So, der nächste ist der Vancapo, den schnappe ich mal. Ich mache mich lautlos und ich wünsche dir viel Erfolg. Vielen Dank. Alright, alright, der Benny. Er hat eine große Fresse gehabt gerade eben im Chat. Er hat gesagt, er holt sich safe den Win. Das Gute beim Benny ist, dass der eine absolut coole Socke ist. Ja? Und wenn ihr euch jetzt das Movement von ihm anguckt im Vergleich zum Cyrex, was er hier für eine Ruhe hat, wie viel ruhiger und wie weniger gestresst die Mausbewegungen sind. Er weiß genau, dass man genug Zeit hat. Und der Cyrex ist, der will viel schneller sein, als er für dieses Setting sein muss. Ja? Also effektiv macht ein Vancapo sich die Arbeit gerade viel leichter, weil er es einfach ein bisschen routinierter macht. Aber ja, darf man notieren, eine 47, würde ich mal behaupten. Ja, hätte ich auch gesagt, ne? Let's go, Godmoss! Boah, da bin ich gespannt. Ja, ein paar Mal überzogen, ne? Also, jetzt Spontanreaktion ist, Sense ist noch nicht verinnerlicht. Ja, ich kenne ihn nicht. Aber ich würde jetzt, nachdem ich das sehe, entweder sagen, er spielt entweder noch nicht lange oder er spielt verschiedene Spiele mit der Maus, die unterschiedliche Sensitivities haben. Ja, weil er halt einfach kein Gefühl für seine Sense hat. Ja, ist zumindest das Erste, was einem hierbei auffällt.
aber super schnell, ne? Also der Kopf arbeitet schnell und der schafft das auch. Der schafft das auch. Das sind nur noch die zwei. Nur noch die zwei. Nur noch den einen. Nur noch den... Oh, Alter, der hat's aber noch spannend gemacht. Boah, bei der 29 habe ich ja richtig mitgefiebert. Da dreimal daneben zu schieben, da habe ich gesagt, nur noch den einen. Nur noch den einen. Und dann... aber super. Sicher nach Hause geholt. 33. Dann Leon. Er wurde genötigt von seinen Teammates. Und ich bin gespannt. Ich drücke ihm einfach nur die Daumen, dass er die 150, dass er die 150, ich sag 150, weil ich gerade 150 FPS gesagt habe, gedacht habe oder gesehen habe. Und dann sage ich 150. Ja, okay, da hat er die Hälfte. Es muss noch ein bisschen routinierter werden jetzt, sonst klappt die Rechnung nicht auf. Hälfte hat er bei 27. Jetzt muss er noch ein bisschen Gas geben, jetzt muss er noch ein bisschen treffen. Ja, 9 nur noch von 15. Ja, jetzt hat er sich schon ein bisschen Zeit gelassen. Das wird was. Jetzt hat er die Coolness. Jetzt hat er die Coolness. 29. Oh. So sieht sie aus. Dann steht man vor diesem unglaublich Tor. Und wer dann daraus den höchsten Punktewert hat, der holt sich die... Heute geht es nämlich um die Dragonfire. Also, ich mute mich und gehe live. Markus! Mein Supermod, der muss jetzt performen. Ich hab Bock. Markus. Ja. Hauptsache nicht nachladen. 5 Schuss für 2 Mann. Alles klar. Okay, das ist in Ordnung. 600 Punkte hat er bekommen. Ist völlig in Ordnung. Jungle. Connector Stairs. So, Recoil Control. Aber er hat sich auf jeden Fall Pre-Fire 700 Punkte geholt. Das ist schon mal in Ordnung. Man sieht, dass er jetzt hier auf jeden Fall schon eine Strategie hat. Das finde ich super, super cool. Das macht mit Markus auch mal Spaß. Der macht sich zu solchen Sachen immer Gedanken. Galil spielt nicht so oft. Das war jetzt gerade so ein bisschen geworfen. Ja, das hat er auch schon mal besser gemacht. Also da hat er ein bisschen Punkte liegen lassen. Da wären so locker 200 Punkte bei ihm sonst mehr drin gewesen. Hier geht es darum, einfach möglichst wenig Schüsse zu verdaddeln. Das ist der letzte, alles klar. Wie viel hat er? 327. Da hat er viel liegen lassen. Okay, jetzt der nächste Sprung. Der Sprung ist der, mit dem ganz viel... Oh, wie close. Da hat ein Strafe gefehlt. Aber trotzdem. 2379. Ich mache mich in den Mute und ich wünsche dir viel Erfolg. Ist so schnell, wenn der jetzt noch was präziser wird, der Typ rastet aus. Der ist noch so jung. So kann man es lösen. Richtige Reihenfolge macht. Gut. Der war auch gut. 200, ja, 2x200. Oh, das hat der Knabe aber geübt, ey. Heidewitzka. 887. Boah, das ging auch schnell. 910 Punkte, Leute. Das wird richtig gut. Wenn der jetzt noch den dritten Jump schafft, dann wird's richtig nice. Dann wird das ein richtig nicer Score. Nein! Oh, den hätte ich dir jetzt aber noch gegönnt, ey. Viel Erfolg. Let's go. So. Dinge. Sowas kann ich ab. Wenn ich Servern, das immer der eigene PC für verantwortlich. Wir haben 875, das ist sogar echt nochmal eine Spur besser. Der war dafür wieder gut, der war gut. 823, jetzt muss er... Boah, jetzt wird's spannend. Er hat ihn. 455, das sind 300 Punkte, die ihm fehlen. Die kann er mit dem Sprung jetzt holen. Wenn er den Sprung jetzt holt, ist da alles wieder drin. Er hat ihn. Boah, jetzt noch den Sprung Mirage Mitte. Oh! Oh, das war close, ey. Das war close. 3353. Godmoss kann performen. Weggeben. Das war trotzdem schnell. 846, richtig gut. Das war richtig gut. Ist auch ein fixer Bursche, ne? Hat die schönere Reihenfolge. Anti. Zack. 240. 24 von 25 getroffen. 28 von 30 getroffen. Wird ja...
Oder waren 34 von 35 getroffen? Was ist denn das für ein 27, 941 Punkte. Godmoss rastet aus. Alter, 778. Boah, wenn der jetzt noch gut springt. Wenn der jetzt noch gut springt, dann holt er sich das Ding. Der holt sich das Ding. Das sind 400 Punkte. Oh. Wow, 3744. Was denn? Wer hätte das jetzt gedacht? Bei dem Understatement. Und ich drück dir die Daumen, dass du 3744 Punkte knackst. Jeder hat seine Chance. Jeder kann das einfach mal versuchen. Ich bin total gespannt. 3744 Punkte. Alle, die jetzt gerade zuschauen, gerade nicht in der Challenge dabei sind. Nächste Woche könnt ihr eine richtig schicke AWP Fever Dream Stat Track mit nach Hause nehmen. Nur 620 Punkte. Das fehlt ihm natürlich. Das heißt, da muss er jetzt halt wirklich mit den 200 Punkten... 220 hat er trotzdem geholt. Interessant. Oh, close. Sehr schade. Sehr, sehr knapper Sprung. 2800 hast du aber trotzdem geholt. Oh, Leute, ey. Was für ein Albtraum zum Zuschauen. Das war ja nice. Godmoss, erstmal ein fettes herzliches Glückwunsch von meiner Seite. Danke. Du hast dir auf jeden Fall die Dragonfire gegönnt heute. Würde ich jetzt einfach meine Swag 7 raushauen. Und ich wünsche dir einen guten Run. In genau einer Minute ist Ende. Mal gucken, wie viele Jumps du schaffst. Viel Spaß. Minute lang so viele Jumps wie möglich schaffen. Hier unten seht ihr die Zeit. Es ist genau 4 Sekunden hat er gemacht. 5 Jumps hat er schon geschafft. Der macht das echt zügig. Ah, da wird er sich ärgern. Da muss er sich den Moment nehmen zum Beschleunigen. 22 Sekunden, 12 Sprünge. Ich glaube nicht, dass das so viele schaffen. Ey. Ich glaube, hier an dieser Stelle werden viele Leute schon bei der Minute sein. Und das hier wird ein Moment sein, der viele rausschmeißt. Wenn sie denn in der Minute so weit kommen. Boah, Alter. 45 Sekunden und schon auf diesen Brettern da oben. Boah, ich bin gespannt, wenn man das hier häufiger macht, was man da für Skiller hier züchten kann. Ich glaube, wenn wir das hier wirklich regelmäßig machen... Alter, Leo! Du bist in der Übertragung, ich mute mich und ich drück dir die Daumen. Eine 29 haut der Godmoss da raus. Also auf jeden Fall, wenn man dem Godmoss zuschaut, hat man doch auch Bock, sowas einfach mal wieder ein bisschen mehr zu machen, oder? Hat man doch einfach Bock, sowas mal zu üben. Da sieht man, wie viele Möglichkeiten, ne? Wie viele Wege nach Rom führen. Er hat auch gute Sprünge drauf. Ah, zu hektisch. Da ist er noch vor dem richtigen Landen. Stark. Shit, kurz verwirrt. Ja, bis zum Leiterjump musst du, glaube ich, gar nicht für die Minute. Ach doch. Bis zum Leiterjump musst du schon. Du musst nur hochlaufen und dann nach links. Wir sind bei 45 Sekunden, 22 Sprünge. Boah, das ist aber doch gar nicht so deutlich. Ah, das war zu früh. Oh, ein bisschen zu spät. Und 60, 26, 26. Ich mache mich leise und ich wünsche dir viel Erfolg. Danke. Boah, jetzt bin ich gespannt. Ist cool, weil er einfach gehört hat, was wir machen und er hatte einfach Bock mitzumachen. Und man sieht, wie routiniert seine Strafe-Jumps aussehen. Ich glaube, der hat das schon ein paar Mal gemacht. Boah, das macht so einen Spaß, oder? Zuzugucken, wenn die es drauf haben. Boah, das ist echt... How to do this properly. Ach so? Ach so, der feine Herr kennt einfach noch einen anderen Weg. Alter. Ich war schon komplett weggeflasht. Junge. Junge, der hört ja gar nicht mehr auf. Ist das nice. Und 39 notiert. Du alter Hacker. 39. Ja. Sehr, sehr geil. Du hast es auf jeden Fall schon mal gemacht, würde ich behaupten. Sehr cool. Ja.
Sehr cool. Boah, da freue ich mich aber total, dass hier so eine fette Performance noch reinfliegt. Ja, cool. Habe ich auf jeden Fall mein Ziel. Nice. Ewig nicht gesehen den Flo, da kommt er rein. Was geht? Hier hat gerade einer den absoluten Wegklettermeister gemacht. Jetzt muss ich erstmal 10 Push-Ups machen, bevor hier irgendwas anderes passiert. Da gibt es noch ein Workout-Rad. So. Jawohl. Aber hier gönnt Cyrus euch, gönnt euch. Gute Nacht, schlaft schön und bis Freitag.